Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Galaktische Archäologie: Was Fossilien im All über unsere ferne Zukunft verraten, von Professor Eva Grebel. Gehalten am 6. Juni 2013 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Ja, vielen Dank. Und ich freue mich sehr, Ihnen heute Abend etwas erzählen zu können über galaktische Archäologie. Das ist sicherlich ein Begriffspaar, das nicht ohne weiteres einem in den Sinn kommt. Und ich hoffe, dass ich Ihnen verdeutlichen kann, was damit gemeint ist im Laufe meines Vortrags. Wenn wir jetzt zunächst einfach mal, wenn wir zunächst einfach mal die Zeitskalen betrachten, mit denen wir uns in der Astronomie beschäftigen und das vergleichen mit anderen Fachgebieten, dann sehen Sie schon recht schnell, dass diese Zeitskalen eben sehr, sehr leicht sehr große Zahlen dann umfassen. Wenn wir zunächst einfach mal von den Historikern ausgehen, da geht man im Allgemeinen einige tausend Jahre zurück in die Vergangenheit. Die Historiker befassen sich mit dem, was sie zum Beispiel auch über schriftliche Zeugnisse über die menschliche Geschichte erfahren können. Wenn wir noch weiter zurückgehen zu den Archäologen, die können im Prinzip bis 2,5 Millionen Jahre zurückgehen, bis zum Paläolithikum, wo die frühesten Werkzeugreste und Zeugnisse menschlicher Aktivität zu finden sind. Wenn wir noch weiter zurückgehen zu den Paläontologen, die sich dann tatsächlich auch mit der Entwicklung des Lebens auf der Erde befassen, im Prinzip kann man da bis 3,6 Milliarden Jahre zurückgehen, zu dem Zeitpunkt, zu dem es Hinweise auf die allerersten Bakterien auf der Erde gibt. Und die Geologen schließlich beschäftigen sich mit der Erforschung der gesamten Erdgeschichte und das geht dann zurück bis hin zur Entstehung der Erde vor ungefähr 4,6 Milliarden Jahren. In der Astronomie versuchen wir noch etwas weiter zurückzugehen, nämlich im Prinzip ganz bis zum Urknall, also letztlich 13,7 Milliarden Jahre bis zur Entstehung des Universums. Wir haben also hier eine recht große Zeitspanne, die wir versuchen abzudecken. Wobei wir, wenn wir es mit Galaxien zu tun haben, nicht ganz so weit zurückgehen brauchen, also nicht ganz bis zum Urknall, sondern im Allgemeinen fängt die Galaxienentstehung erst etwas später an, und zwar zu dem Zeitpunkt, zu dem eben auch Materie bereits entstanden ist, Materie, so wie wir sie letztlich kennen. Was wir benutzen bei der galaktischen Archäologie, bei dieser Untersuchung der Entstehungsgeschichte von Galaxien, ist in erster Linie das Licht, das solche Galaxien aussenden. Das Licht wird von Sternen ausgesandt. Licht, das wir von anderen Himmelskörpern untersuchen können, was wir von anderen Himmelskörpern empfangen, bewegt sich natürlich immer mit Lichtgeschwindigkeit, wie der Name schon sagt. Und diese Lichtgeschwindigkeit ist eine endliche Größe. Das heißt, die Lichtgeschwindigkeit ist eine Größe, die letztlich auch mitmisst, wie lange es dauert, bis uns Licht von einem weit entfernten Objekt erreichen kann. Das Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 300.000 Kilometern pro Sekunde. Und das heißt letztlich, es dauert eine gewisse Zeit, bis von sehr fein entfernten Objekten Licht zu uns gelangt. Mit anderen Worten, in der Astronomie blicken wir eigentlich immer in die Vergangenheit. Wir sehen nie, was sich jetzt gerade im Moment abspielt, einfach weil das nicht zu lange braucht, um zu uns zu kommen. Je weiter entfernt die Objekte sind, desto länger dauert dieser Vorgang. Wir sehen also letztlich in frühere Phasen zurück bei sehr entfernten Objekten. Und das ist genau das, was wir auch ausnutzen können, um zum Beispiel die Entstehungsgeschichte von Galaxien zu untersuchen. Also letztlich, je weiter ein Objekt von uns entfernt ist, desto länger ist das Licht von diesem Objekt zu uns unterwegs. Umso weiter blicken wir also in frühere Zeiten zurück. Und das heißt gleichzeitig, dass die am weitesten entfernten Objekte im Universum, die wir noch beobachten können, gleichzeitig auch die jüngsten Objekte sind. Wir sehen also letztlich zurück in die Frühzeit des Universums, wenn wir derartige Objekte beobachten. Wir können jetzt nicht beliebig weit zurückblicken. Hängt auch unter anderem mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes zusammen und es hängt damit zusammen, dass kurz nach dem Urknall das Universum noch nicht durchlässig war für Licht. Wir können im Prinzip bis zu einer Phase von ungefähr 300.000 oder 380.000 Jahren nach dem Urknall zurückblicken. Das ist die Phase, aus der wir
aus der wir den sogenannten kosmischen Mikrowellenhintergrund empfangen, der kürzlich mit einem der ESA-Satelliten, mit dem Planck-Satelliten, mit höchster Genauigkeit vermessen worden ist. Das ist der Zeitpunkt, zu dem das Universum zum ersten Mal für Licht durchlässig wird, zu dem sich die Photonen des Lichtes, die Trägerteilchen des Lichts, frei ausbreiten können. Das ist noch nicht ein Zeitpunkt, zu dem bereits Galaxien existieren. Die Galaxien entwickeln sich dann erst allmählich hinterher. Und zwar bilden sich irgendwann dann die ersten Sterne, wenn das Universum ausreichend kühl geworden ist und sich ausreichend weit ausgedehnt hat. Dann kommt es zum Kollaps der ersten Sterne und zur Entstehung der ersten beobachtbaren Struktur, die dann eben auch als leuchtende Struktur nachweisbar ist. Leuchtend deshalb, weil sie bereits Sterne enthält. Wenn wir jetzt Galaxienentstehungsgeschichten untersuchen wollen, haben wir im Prinzip zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können wir einfach die Eigenschaft des Lichts ausnutzen, dass es eine endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit hat und eine gewisse Zeit braucht, um zu uns zu kommen. Wenn wir das machen, dann benutzen wir letztlich eine Technik, die man auch als sogenannte Fernfeldkosmologie bezeichnet. Fernfeld heißt hier einfach, dass es sich um Objekte handelt, die sehr weit entfernt sind von uns, die wir dann verwenden, um zu versuchen, die Galaxienentwicklungsgeschichte abzuleiten. Es sind also Objekte, die sich bei sehr hoher Rotverschiebung befinden. Das heißt, sie sind sehr weit entfernt. Es sind im Allgemeinen Objekte, die außerordentlich leuchtkräftig sein müssen, damit wir sie überhaupt aufgrund dieser großen Entfernung noch wahrnehmen können. Das Problem ist dann, wir sehen diese Objekte mit sehr niedriger Auflösung. Diese Objekte erscheinen uns aufgrund ihrer großen Entfernung winzig klein. Ein Beispiel sehen Sie in dieser Abbildung, wo Sie vielleicht ganz, ganz schwach hier im Zentrum des Kreises einen kleinen roten Punkt wahrnehmen können. Das ist eine der entferntesten Galaxien, die man bisher nachgewiesen hat. Eine Galaxie, die beobachtet worden ist 500 Millionen Jahre nach dem Urknall. Wenn Sie sich daran erinnern, dass der Urknall vor 13,7 Milliarden Jahren stattgefunden hat, ist das also wirklich ein enorm junges Objekt und außerordentlich weit entfernt. Sie können aber auch erkennen, dass man hier nicht mehr viele Details wahrnehmen kann. Es ist wirklich ein nicht näher aufgelöster Lichtpunkt. Wir können eine andere Technik anwenden, komplementär praktisch zu dieser Fernfeldkosmologie. Wir können uns stattdessen auf das nahe Universum konzentrieren. Das sind also Objekte, die wirklich in relativ großer Nähe zu uns sich befinden. Und hier haben wir den ganz großen Vorteil, dass wir hier tatsächlich enorm viel Detail wahrnehmen können, enorm detailreiche Beobachtungen machen können. Insbesondere, wenn solche nahen Galaxien ausreichend nah zu uns sind, können wir sie auflösen in einzelne Sterne. Wir können also tatsächlich die einzelnen Sterne in diesen Galaxien noch wahrnehmen und untersuchen. Warum sollte das uns was erzählen über Galaxienentstehungsgeschichte? Nun letztlich, weil diese Sterne völlig unterschiedliche Alter haben. Einige dieser Sterne sind erst vor kurzer Zeit entstanden, andere Sterne sind uralt und kommen noch aus der Frühzeit der Galaxienentwicklung. Und wir können dann diese unterschiedlichen alten Sterne praktisch verwenden als Fossilien, wenn man so möchte, als Überreste von diesen früheren Epochen, und wir können auf diese Weise ebenfalls etwas über Galaxienentwicklung, Galaxienentstehung lernen. In dem unteren Bild hier sehen Sie eine nahe Galaxie, das ist eine Begleitergalaxie unserer Milchstraße, bei der man mit großen Teleskopen also tatsächlich einzelne Sterne noch im Detail untersuchen kann. Und das ist der Vorteil dieser Nahfeldkosmologie. Aber wie gesagt, die beiden Techniken sind komplementär. Wir selbst, wie Sie sicher alle wissen, leben in einer Spiralgalaxie, die sogenannte Milchstraße. Die Milchstraße ist das, was wir auch nachts, wenn es ausreichend dunkel ist, als leuchtendes Band am Himmel sehen können. Was wir da sehen, ist letztlich die Ebene unserer Milchstraße. Wir wissen aus Untersuchungen mit verschiedenen Wellenlängenbereichen, dass unsere Milchstraße eine zentrale Verdichtung enthält. Man bezeichnet das auch mit dem englischen Ausdruck Bulge. Wir wissen außerdem, dass von diesem Bulge ein Balken ausgeht und dann schließlich in größerer Entfernung Spiralarme sich erstrecken. Unser eigenes Sonnensystem befindet sich am Rand eines solchen Spiralarms. Hier sehen Sie eine künstlerische Darstellung der Milchstraße. Wir liegen also irgendwo hier am Rande eines solchen Spiralarms. Unsere Sonne ist ja nicht mehr ganz jung, hat ja bereits ein Alter von 4,6 Milliarden Jahren. Gut, und Galaxien generell sind einfach durch die Schwerkraft gebundene Systeme, die bestehen
zum einen aus Sternen, die Sie hier auch leuchtende, als leuchtende Objekte wahrnehmen können, zum anderen aus Gas. Das Gas kann durchaus von Sternen zum Leuchten angeregt werden. Dann gibt es Staub. Der Staub ist vor allem für diese dunklen Regionen dann verantwortlich, denn der Staub absorbiert das Licht, verschluckt das Licht. Und schließlich haben wir die nicht sichtbare und noch nicht verstandene sogenannte dunkle Materie, auf deren Vorhandensein wir zurückschließen können, aufgrund zum Beispiel von den Bewegungen der Sterne, die uns etwas sagen, wie viel Masse insgesamt vorhanden sein muss. Das zeigt uns im Allgemeinen, dass mehr Masse vorhanden sein muss, als wir durch leuchtende Materie wahrnehmen können. Daher dieser Begriff dunkle Materie. Wenn wir jetzt einfach nahe Galaxien immer weiter rausschieben, wir können das ja einfach mal hier machen, als praktisch herauszoomen gewissermaßen, gut, dann stellen Sie recht schnell fest, wir sehen weniger und weniger Detail. Die Galaxien werden immer kleiner, das Himmelsareal, das wir hier abdecken, wird immer größer und irgendwann wird es enorm schwer, eine solche Galaxie noch wahrzunehmen. Hier in dem Fall können Sie sie gerade noch als etwas helleren Lichtpunkt erkennen im Zentrum des Bildes, aber Sie erkennen keine Details mehr. Und das ist genau das Problem, wenn wir weit entfernte Objekte beobachten. Je weiter eine Galaxie von uns entfernt ist, desto weniger Details können wir noch wahrnehmen. Wir können also praktisch dann nur noch das Gesamtlicht, was wir von so einem entfernten Objekt empfangen, untersuchen. Bei nahen Galaxien haben wir die Möglichkeiten, ganz im Gegenteil dazu, sogar die einzelnen Sterne zu untersuchen. Also nur sehr große und sehr helle Galaxien kann man im Universum überhaupt noch über große Entfernungen hinsehen. Alle anderen, Sie sehen hier nochmal die verschiedenen Schritte meines Zoomens praktisch dargestellt, alle anderen sind dann schon unsichtbar, sind einfach viel zu lichtschwach für Teleskope, um noch wahrgenommen zu werden. Wenn wir jetzt sehr leistungsfähige Teleskope einsetzen, ein sehr leistungsfähiges Teleskop ist zum Beispiel das Hubble-Weltraumteleskop, das inzwischen schon seit vielen, vielen Jahren operiert, aber immer noch einzigartig ist in seiner enorm hohen Auflösung. Wenn wir ein solches Teleskop verwenden, außerhalb der Erdatmosphäre, also ohne die ganzen Störeinflüsse der Erdatmosphäre, dann haben wir die Möglichkeit, entfernte Galaxien noch mit relativ großer Auflösung zu untersuchen. Und hier sehen Sie einen Ausschnitt aus einem winzig kleinen Himmelsareal, das beobachtet worden ist von diesem Hubble-Weltraumteleskop. Das ist eine der tiefsten Aufnahmen, eine der tiefsten Himmelsaufnahmen, die jemals gemacht worden ist. Die Gesamtbelichtungszeit entspricht letztlich einer Zeit von 11,3 Tagen, was für astronomische Teleskope außerordentlich lang ist. Es ist eine Aufnahme, die aus vielen einzelnen Aufnahmen zusammengesetzt worden ist. Die wurden aufaddiert, um diese große Tiefe zu erreichen. Und Sie erkennen vielleicht auch, dass sich hier solche merkwürdigen Strukturen befinden, diffuse Strukturen mit helleren Regionen und dunkleren Regionen. Das sind Galaxien bei höherer Rotverschiebung, Galaxien, die sich noch in ihrer Entwicklungsphase befinden, die zum Teil Wechselwirkungen erfahren und zum Teil sehr, sehr starke Sternentstehung in manchen Regionen zeigen, aber nicht generell. Und daher kommen diese merkwürdig irregulären Formen zustande. Das wäre also ein Bild von jungen Galaxien in dieser sehr tiefen Himmelsaufnahme, dem sogenannten Hubble Ultra Deep Field. Wenn wir jetzt nahe Galaxien stattdessen betrachten, dann sehen wir im Allgemeinen ein ganz anderes Bild, zumindest bei massereichen nahen Galaxien, wie zum Beispiel Spiralgalaxien. Spiralgalaxien, wie unsere eigene Milchstraße, zeichnen sich ja normalerweise dadurch aus, dass sie einfach eine sehr reguläre Struktur zeigen. Sie haben schöne ausgeprägte Spiralarme, meistens ein helles Zentrum, diesen Bulge. Und sie sehen eigentlich relativ wohlgeordnet aus, ganz anders als diese Galaxien eben im jungen Universum. Wenn man jetzt Statistik betreibt von der Anzahlverteilung von diesen verschiedenen Typen massereicher Galaxien, so stellt sich heraus, dass die Spiralgalaxien, die sehen Sie hier in dem oberen Bildteil ohne zentralen Balken, im unteren Bildteil mit zentralem Balken, dass die letztlich den größten Anteil haben bei diesen massereichen, leuchtkräftigen Galaxien. Ungefähr 70% aller Galaxien in unserer Umgebung im nahen Universum sind solche Spiralgalaxien. Es gibt auch etliche elliptische Galaxien. Einige Typen sehen Sie hier dargestellt. Elliptisch, wie der Name schon andeutet, sie sind praktisch kreisförmig oder etwas gestauchte Kreise, auch wiederum sehr regulär. Hier erkennt man wirklich nicht mehr sehr viele Details. Es sind einfach nur elliptisch geformte Objekte mit einer zentral erhöhten Leuchtkraft.
Und das sind so die beiden typischen Galaxientypen bei den massereichen Galaxien im nahen Universum. Wir haben einige wenige Galaxien, die man auch als pekuliäre Galaxien, also als ungewöhnliche, besondere Galaxien bezeichnet. Das sind Galaxien, die gegenwärtig noch Wechselwirkungen erfahren, zum Beispiel dadurch, dass zwei Galaxien miteinander zusammenstoßen und verschmelzen. Aber der Anteil dieser Galaxien, dieser pekuliären Galaxien, ist klein, liegt ungefähr bei 10%. Wenn wir jetzt in die Vergangenheit zurückgehen, dann ändert sich dieses Bild. Was Sie hier sehen, ist praktisch die gleiche Statistik, aber jetzt für entferntere Galaxien. Galaxien praktisch, wie sie aussahen vor 6 Milliarden Jahren, beobachtet wiederum mit dem Hubble-Weltraumteleskop. Und jetzt hat sich das Bild insofern verändert, als dass wir zwar immer noch elliptische Galaxien sehen und immer noch Spiralgalaxien sehen, aber der Anteil der Spiralgalaxien, der vorher bei 70% lag, liegt jetzt nur noch bei 30%. Der Anteil hingegen dieser pekuliären Galaxien, dieser stark gestörten, wechselwirkenden Galaxien, von denen Sie hier einige dargestellt sehen, der liegt jetzt bei 50%. Vorhin im heutigen Universum, im nahen Universum, lag er bei 10%. Wir sehen also auch hier schon bereits Hinweise auf gegenwärtig oder zu dem Zeitpunkt stattgefundene Galaxienentstehung. Diese pekuliären Galaxien haben sich dann im heutigen Universum weiterentwickelt, entweder hin zu elliptischen Galaxien oder überwiegend zu Spiralgalaxien, wohlgeordneten Galaxien, die keineswegs diese amorphen, irregulären Strukturen aufweisen. Also das ist schon ein Hinweis darauf, wenn man das in verschiedenen Zeitschritten untersucht, wie Galaxien sich entwickeln, zumindest von ihrer Morphologie her und zum Teil auch von ihrer Sternentstehungsgeschichte her. Denn all die hellen Regionen, die Sie hier sehen, sind im Allgemeinen Regionen, in denen besonders aktive Sternentstehung stattfindet, sich besonders massereiche Sterne bilden, die dann beitragen zu dieser großen Helligkeit. Wir können noch weiter zurückgehen. Wenn wir noch weiter zurückgehen, dann brauchen wir tatsächlich sehr leistungsfähige Teleskope wiederum. Und ich zeige Ihnen hier ein Beispiel von Aufnahmen, die genommen worden sind mit dem Hubble-Weltraumteleskop zum einen und zum anderen mit einem Infrarot-Teleskop, dem sogenannten Spitzer-Teleskop, auch ein Weltraumteleskop, einfach weil die beiden verschiedene Wellenlängenbereiche abdecken. Und jetzt haben wir es hier mit einer Galaxie zu tun, die enorm weit entfernt ist. Das ist eine Galaxie bei einer Rotverschiebung von 7,6. Gut, das kann man übersetzen in Alter. Das ist praktisch eine Entfernung von 13 Milliarden Lichtjahren. Das heißt, das Licht hat 13 Milliarden Jahre gebraucht, um hierher zu gelangen. Und wir sehen also hier den Zustand, der einem Alter von nur 700 Millionen Jahren nach dem Urknall entspricht. Also letztlich, astronomisch gesehen, eine recht kurze Phase nach dem Urknall. Das Interessante ist, aufgrund dieser großen Rotverschiebung in dem optischen Wellenlängenbereich, wo unsere eigenen Augen empfindlich wären, da sieht man gar nichts von der Galaxie. Die sollte sich hier innerhalb dieses roten Kreises befinden. Sie sehen aber da nichts. Sie müssen zu längeren Wellenlängen gehen, zum Nahinfraroten, zum Mittelinfraroten. Und da zeichnet sich jetzt allmählich hier ein Lichtpunkt ab, etwas amorph. Wir haben in diesem konkreten Fall von dieser Galaxie noch einen Vorteil. Die Galaxie wird zusätzlich verstärkt dadurch, dass da eine Gravitationslinse liegt. Das heißt, zwischen uns und dieser Galaxie befinden sich massereichere Galaxien, die das Licht verstärken. Die wirken also praktisch wie eine Sammellinse und es ermöglichen es uns dadurch, das Licht dieser Galaxie noch besser, noch heller wahrnehmen zu können, als es sonst der Fall wäre. Gut, wenn man diese Galaxie untersucht bei unterschiedlichen Wellenlängenbereichen, hier gerade im Mittelinfraroten ist sie besonders leuchtkräftig, dann kann man ableiten aufgrund ihrer Energieverteilung, dass offenbar hier sehr starke Sternentstehung stattfindet, zum Zeitpunkt, zu dem sie beobachtet worden ist, also 700 Millionen Jahre nach dem Urknall. Man kann auch ableiten sogar, wie viel Masse hier offenbar bereits in Sternen vorliegen muss, um diese Leuchtkraft zu erzeugen. Und man kommt da auf Schätzungen von ungefähr 2 bis 4 Milliarden Sonnenmassen, also 2 bis 4 Milliarden Mal die Masse unserer eigenen Sonne. Es ist also schon ein relativ massereiches Objekt. Wenn wir es aber vergleichen mit unserer eigenen Milchstraße, dann sieht man schon, dass hier der Unterschied recht groß ist. Die Milchstraße liegt etwa um einen Faktor 10 höher, 20 bis 40 Mal mehr. Die Ausdehnung dieser Galaxie im jungen Universum liegt ungefähr bei 6500 Lichtjahren. Wenn wir das vergleichen mit der Milchstraße, da haben wir zum heutigen Zeitpunkt ungefähr 100.000 Lichtjahre.
Also das Objekt ist tatsächlich auch noch sehr, sehr klein. Wiederum hat uns der Gravitationslinseneffekt geholfen, der das verstärkt und überhaupt dann beobachtbar macht. Wir sehen also hier tatsächlich eine Galaxie in einer sehr, sehr frühen Phase ihrer Entwicklung. Man hat jetzt Galaxien in unterschiedlichen Entwicklungsphasen beobachtet, zum Teil mit dem Hubble-Weltraumteleskop, zum Teil mit bodengebundenen Teleskopen, und hat versucht, daraus abzuleiten, wie ungefähr die Sternentstehungsrate in Galaxien im Universum sich entwickelt hat als Funktion der Zeit. Und das sehen Sie jetzt hier dargestellt in diesem Diagramm. Wir haben das Alter des Universums jeweils in Milliarden Jahren entlang dieser Achse dargestellt. Also der heutige Zeitpunkt liegt bei 13,7 Milliarden Jahren. Hier haben wir 10 Milliarden Jahre, 4, 2, 1 und so weiter. Die Achse ist nicht ganz linear. Und entlang dieser Achse hier die Sternentstehungsrate. Das heißt also, Objekte hier im oberen Bereich haben besonders starke Sternentstehung, Objekte im unteren Bereich haben besonders niedrige Sternentstehung. Und wenn man sich das so ansieht und anfängt mit dem ganz frühen Universum, mit den jüngsten Galaxien, die wir da überhaupt jemals beobachtet haben bisher, dann stellt sich heraus, zu ganz frühen Zeitpunkten, also wirklich nur einige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall, ist die Sternentstehungsrate in diesen Galaxien noch nicht sehr ausgeprägt. Die Sternentstehungsrate nimmt jetzt allmählich zu und erreicht irgendwann ungefähr 2 bis 3 Milliarden Jahre nach dem Urknall ein Maximum. Und anschließend fällt sie wieder ab bis zu dem heutigen Zeitpunkt. Wir sind also im heutigen Universum in einer Phase, wo der größte Teil der Sternentstehung in Galaxien bereits stattgefunden hat. Die Galaxien entwickeln sich also tatsächlich mit der Zeit, sind keineswegs statisch. Auch ihre Sternentstehungsaktivität entwickelt sich. Das kann man unter anderem darin verstehen, dass das Gas, das diese Galaxien beinhalten, und das ja praktisch der Baustein ist von Sternen, nach und nach umgewandelt wird in Sterne. Wenn also nicht mehr so viel Gas vorhanden ist, dann kann auch die Sternentstehungsaktivität nicht mehr so intensiv stattfinden. Und das wäre dann hier dieser allmähliche Abfall. Man kann außerdem durch solche Beobachtungen ableiten, dass im frühen Universum Galaxien erstmal generell weniger häufig waren. Überrascht wohl nicht, denn es ist noch die frühe Entwicklungsphase. Sie hatten im Schnitt eine niedrigere Leuchtkraft als die heutigen voll entwickelten Galaxien. Sie waren kleiner, wie das Beispiel, das ich Ihnen eben zeigte, deutlich kleiner als zum Beispiel die Milchstraße. Und wenn man jetzt einfach ihren Sterninhalt betrachtet, dann waren sie auch deutlich blauer, dominiert von sehr massereichen Sternen, die also ihre Hauptenergieausstrahlung bei relativ kurzen Wellenlängen haben. Im heutigen Universum haben wir es überwiegend mit entwickelten Sternen zu tun, weniger massereichen Sternen, die dann eher im roten Bereich strahlen. Der Grund, warum wir diese Galaxie im vorherigen Bild bei hohen Rotverschiebungen, bei langen Wellenlängen gesehen haben, liegt einfach wirklich an der Rotverschiebung, die dann das ganze Spektrum zu langwelligem Licht verschiebt. Aber generell kann man also tatsächlich sagen, im frühen Universum noch nicht so intensive Sternentstehung, allmählich steigt die Intensität an, erreicht ein Maximum hier bei 2 bis 3 Milliarden Jahren nach dem Urknall und fällt dann wieder anschließend allmählich ab. Wir haben also eine Entwicklung, bei der das Gas zunehmend verbraucht wird in diesen Galaxien. Wenn wir das jetzt vergleichen mit theoretischen Modellen, mit kosmologischen Modellen, die versuchen, die Entwicklungsgeschichte des Universums abzuleiten, dann sieht man im Allgemeinen in diesen Modellen Darstellungen, die davon ausgehen, dass ursprünglich zu ganz frühen Phasen des Universums die Materie im Universum relativ gleichmäßig verteilt war. Und tatsächlich wird das auch bestätigt durch tiefe Himmelsaufnahmen, wie zum Beispiel im Mikrowellenbereich. Der Planck-Satellit hat das jetzt vor kurzem wieder recht beeindruckend gezeigt. Hier sehen Sie eine Gesamthimmelsaufnahme des Planck-Satelliten, der einfach die Intensität der Mikrowellenstrahlung darstellt. Und an sich ist diese Mikrowellenstrahlung außerordentlich homogen. Wir empfangen praktisch aus allen Richtungen die gleiche Strahlung, ohne dass wir da viele Strukturen wahrnehmen können. Der Grund, warum Sie hier in dieser Abbildung Strukturen überhaupt sehen können, liegt darin, dass diese Abbildung enorm kontrastverstärkt worden ist. Man sieht hier winzig kleine Dichteschwankungen, die Temperaturschwankungen von ungefähr einem Hunderttausendstel Grad entsprechen. Der Satellit hat es also mit enorm großer Empfindlichkeit gemessen. Und man geht davon aus, dass diese ganz kleinen Schwankungen, die hier schon wahrnehmbar sind, wahrscheinlich die allerersten Strukturen waren,
noch keine Sterne, aber die allerersten Strukturen, die hier beginnen, nach und nach unter der Einwirkung ihrer Schwerkraft zu kollabieren. In den kosmologischen Simulationen setzt sich dieser Kollaps dann fort und hier sehen Sie vier Schnappschüsse aus einer solchen kosmologischen Simulation, der Millennium-Simulation. Hier wäre das Bild vor etwa 11,5 Milliarden Jahren. Wir sehen schon etwas mehr Struktur. Die helleren Regionen sind die Regionen höherer Dichte, die dunkleren Regionen sind die niedrigerer Dichte. Und jetzt entwickelt sich das unter dem Einfluss der Schwerkraft weiter. Die Idee ist, dass große Strukturen wachsen durch das Verschmelzen von kleineren. Sie fangen also an, aus ihrer Umgebung Materie anzuziehen, zu sich hinzuziehen unter dem Einfluss der Schwerkraft, der Gravitation. Und dadurch wird die Umgebung dann entsprechend auch geleert, leergefegt praktisch, weil diese großen Strukturen mehr und mehr Materie an sich ziehen. Und das sehen Sie hier dargestellt schließlich, wenn wir den heutigen Schnappschuss aus der kosmologischen Simulation betrachten. Wir können uns diese ganz hellen Flecken beispielsweise als Galaxienhaufen darstellen oder vorstellen. In der Umgebung dieser Galaxienhaufen findet immer noch Materieeinfall statt, aber die Umgebung ist jetzt schon zum großen Teil leer. Das sind dann diese großen dunklen Leerräume, die man hier bereits sieht, die sich hier abzeichnen. Und insgesamt gibt es dann ein Bild, das durchzogen ist von vielen Filamenten aus massereicheren Objekten, aus Konzentrationen von Materie und dazwischen große Leerräume. In dem nächsten Bild werde ich Ihnen eine Animation zeigen oder eine Simulation, die diesen Vorgang einfach im Zeitraffer nochmal darstellt. Es fängt an mit einer recht homogenen Dichteverteilung und dann sehen Sie, wie unter dem Einfluss der Schwerkraft kleine Unregelmäßigkeiten, kleine Fluktuationen in der Dichte anfangen zu wachsen, indem sie aus ihrer Umgebung Materie zu sich hinziehen. Wir sehen also letztlich hier die Bildung von Galaxien, wie sie sich in theoretischen Simulationen darstellt. Das versuche ich gerade nochmal zu starten. Genau, jetzt fängt es an und Sie sehen hier schon im Zentrum des Bildes, da befinden sich relativ massereiche Objekte, die jetzt nach und nach aus der Umgebung weitere Objekte zu sich hinziehen. Die schießen dann zum Teil über das Ziel hinaus, fallen wieder zurück. Und das massereiche Objekt hier im Zentrum wird immer massereicher. Auch die kleineren Objekte ziehen aus ihrer Umgebung natürlich noch kleinere an. Wir haben also hier praktisch hierarchisches Wachstum. Jeweils kleinere Strukturen verschmelzen zu größeren. Und das Endprodukt wäre dann ein relativ massereiches Objekt hier im Zentrum, das nach wie vor hier kleinere Objekte aus seiner Umgebung anzieht. Und man könnte sich das so vorstellen wie eine Simulation des Wachstums von Galaxien durch derartige Verschmelzungsprozesse. Das ist die theoretische Idee, die kosmologische Idee. Jetzt können wir uns als Beobachter fragen, stimmt diese Theorie? Können wir das tatsächlich auch durch Beobachtungen vielleicht nachvollziehen? Und tatsächlich findet man, wenn man sehr großräumige Strukturen im Universum betrachtet, Strukturen, die zusammengesetzt sind aus zahllosen einzelnen Galaxien, Strukturen, die diesem theoretischen Bild sehr ähnlich sind. Was Sie hier sehen in dieser Darstellung, ist einfach die großräumige Galaxienverteilung. Und die großräumige Galaxienverteilung ist keineswegs gleichförmig, sondern stattdessen bilden sich hier ganz ausgeprägte Filamentstrukturen aus. Zum Teil hier dargestellt auch durch diese Anhäufung von kleinen Punkten. Hier sehen Sie hohe Dichten, hier zum Beispiel sehen Sie sehr niedrige Dichten, hier gibt es kaum Galaxien. Und diese Filamentstrukturen sehen dem, was man in Simulationen findet, sehr, sehr ähnlich. Man kann also letztlich argumentieren, dass auf großen Skalen diese Theorie die Beobachtungen tatsächlich hervorragend reproduziert. Wir sehen auf gleichen Skalen diese großräumigen, filamentartigen Strukturen, dazwischen die Leerräume. Man kann das statistisch näher untersuchen, man kann zeigen, dass also tatsächlich das einander sehr, sehr gut entspricht. Also auf großen Skalen reproduziert die Theorie, die Beobachtungen tatsächlich sehr gut. Auf kleinen Skalen, wenn wir jetzt also wirklich runtergehen bis zur Skala von einzelnen Galaxien, haben wir zwar im Prinzip gute Übereinstimmung, qualitativ gute Übereinstimmung, aber es gibt dort auch einige Abweichungen. Und eines dieser Probleme auf den kleinen Skalen ist zum Beispiel, dass unsere Theorie vorhersagt, dass wir sehr viel mehr kleine Galaxien in der Umgebung von massereichen Galaxien beobachten sollten, als das tatsächlich der Fall ist. Und zwar ist das ein Faktor 1000 ungefähr Unterschied zwischen den theoretischen Vorhersagen und den tatsächlichen Beobachtungen.
Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus einer solchen Simulation. Massereiches Objekt befindet sich hier eher im Zentrum, umgeben von vielen kleineren Objekten. Und so viel kleinere Objekte finden wir einfach nicht in der Umgebung von massereichen Galaxien. Wir haben also hier eine gewisse Diskrepanz zwischen der Vorhersage von Simulationen und dem, was wir tatsächlich beobachten können. Kleine Objekte, kleine Galaxien, bezeichnet man auch als Zwerggalaxien. Wir finden einfach nicht so viele Zwerggalaxien, wie man erwarten würde aufgrund von kosmologischen Vorhersagen. Wenn wir zu wenig Zwerggalaxien finden, könnte man sich natürlich fragen, ob das nicht vielleicht auch an unseren Beobachtungen liegt. Es könnte ja sein, dass wir einfach nicht empfindlich genug sind mit unseren Methoden und dadurch viele dieser sehr kleinen und vermutlich äußerst leuchtschwachen Galaxien gar nicht wahrnehmen können. Könnte natürlich auch sein, dass es ein generelles Problem mit der Theorie gibt. Es könnte auch sein, dass andere Faktoren noch eine Rolle spielen. Betrachten wir zunächst mal die Frage, ob wir vielleicht einfach viele dieser Zwerggalaxien nicht sehen können. Zwerggalaxien sind sehr klein, sind sehr lichtschwach, sind eigentlich dann nur nachweisbar, wenn sie nahe sind, wenn sie uns nahe sind. Denn andernfalls können wir das Licht gar nicht mehr wahrnehmen. Wenn wir also jetzt mal die Umgebung unserer eigenen Milchstraße untersuchen, könnte das uns schon helfen, solche Zwerggalaxien zu finden. Und hier sehen Sie eine schematische Darstellung jetzt von der Milchstraßenumgebung. Die Milchstraße befindet sich hier oben in dieser Darstellung. Wir sehen sie etwas von der Seite aus geneigt. Und viele kleine Punkte befinden sich in ihrer Umgebung, die durch Pfeile markiert sind. Jeder dieser kleinen Punkte entspricht einer Zwerggalaxie, die man in der Umgebung der Milchstraße gefunden hat. Es sind leider deutlich weniger, als wir aufgrund von theoretischen Vorhersagen erwarten würden. Die Milchstraße hat eine weitere massereiche Galaxie in ihrer Umgebung, die Andromeda-Galaxie, die Sie hier dargestellt sehen. Auch bei der Andromeda-Galaxie haben wir wieder eine ganze Reihe kleiner Zwerggalaxien in der näheren Umgebung. Aber auch hier wieder das Problem, deutlich weniger, als wir erwarten würden. Zusammen übrigens bilden Andromeda und die Milchstraße die sogenannte lokale Galaxiengruppe, die dominiert wird von diesen beiden massereichen Spiralgalaxien und dann noch viele kleinere Galaxien in der Umgebung der massereichen Galaxien hat. Warum ist es jetzt so schwierig, kleine Zwerggalaxien nachzuweisen? Interessanterweise haben wir hier einen Effekt, bei dem Nähe zuweilen sogar ein Störeffekt sein kann. Denn wenn Galaxien uns sehr nahe sind und aufgelöst sind in einzelne Sterne, kann das dazu führen, dass wenn diese Sterne sehr schwach sind und über ein großes Feld am Himmel verteilt sind, die Galaxie als solche sehr, sehr schwer nachweisbar ist. Auf diesem Bild hier sehen Sie jetzt tatsächlich eine Zwerggalaxie in unserer Milchstraßenumgebung. Wahrscheinlich können Sie ohne Probleme diese großen, dicken, roten Punkte erkennen. Das sind einfach Vordergrundsterne, die zu unserer Milchstraße gehören. Die sind saturiert, überbelichtet in dieser Abbildung. Um die geht es hier nicht. Sie können vielleicht auch erkennen, dass es Hintergrundgalaxien gibt, Spiralgalaxien von der Seite aus gesehen, hier zum Beispiel. Auch um diese entfernten Spiralgalaxien geht es nicht. Stattdessen geht es um diese kleinen weißen Pünktchen, die Sie im Zentrum des Bildes sehen können. Wenn Sie genau hingucken, stellen Sie vielleicht fest, dass die Dichte dieser kleinen weißen Pünktchen zum Zentrum hin zunimmt. Wir es vergleichen mit dem Rand. Ich markiere das nochmal durch diesen Kreis. Das ist das Zentrum der sogenannten Draco-Zwerggalaxie. Das ist eine enorm lichtschwache Galaxie. Sie enthält alte, entwickelte, lichtschwache Sterne, die sich über ein großes Himmelsareal erstrecken mit sehr niedriger Dichte. Zum Vergleich ist hier mal die Größe des Vollmonds dargestellt, wie er sich am Himmel projiziert darstellt. Und Sie sehen auch schon, diese Zwerggalaxie erstreckt sich tatsächlich über ein von uns aus gesehen großes Gebiet am Himmel. Ist so lichtschwach, dass wir hier praktisch den Wald vor lauter Bäumen oder wenigen Bäumen gar nicht erkennen können. Das ist eines der Probleme bei der Detektion von diesen sehr lichtschwachen Zwerggalaxien. Man hat versucht, dieses Problem anzugehen, indem man große Himmelsdurchmusterungen durchgeführt hat, also Abbildungen des Himmels in verschiedenen Wellenlängenbereichen vom Erdboden aus. Und man hat versucht, hier so tief wie möglich zu gehen und ein großes Himmelsareal abzudecken, praktisch den gesamten Nordhimmel. Eine solche Himmelsdurchmusterung hat dann zu einem Ergebnis geführt, das Sie hier dargestellt sehen. Das ist eine riesige Skala jetzt. Sie sehen praktisch den gesamten Nordhimmel dargestellt. Und zwar farbkodiert in Bezug auf
Strukturen, die man in unterschiedlichen Entfernungen wahrgenommen hat. Substrukturen, Unterstrukturen innerhalb unserer eigenen Milchstraße. Die Farbkodierungen beruhen immer auf der Beobachtung von einzelnen Sternen, die man hier zusammengefasst hat. Man sucht also nach Substruktur in und um die Milchstraße mit solchen großen Himmelsdurchmusterungen. Sie können wahrscheinlich schon relativ gut erkennen, dass sich hier hellere Regionen abzeichnen oder auch hier eine hellere Region. Das sind keine individuellen Zwerggalaxien mehr, es sind tatsächlich Zwerggalaxien, die gegenwärtig mit unserer Milchstraße verschmelzen, die zerrissen werden von unserer Milchstraße. Sie können vielleicht auch erkennen, dass sich hier so einige helle kleine Pünktchen befinden. Aufgrund dieser riesigen Skala, praktisch einer riesigen Weitwinkelaufnahme am Himmel, werden also hier die Sterne alle zusammengedrückt auf einem sehr kleinen Raum, wodurch unter anderem auch diese kleinen Zwerggalaxien jetzt als Pünktchen erkennbar werden. Ich markiere das gerade mal. Diese kleinen Kreise markieren die Lage von zum Teil neu entdeckten Zwerggalaxien. Und sonst haben wir hier riesige Sternströme von Zwerggalaxien, die uns schon viel näher sind, die gegenwärtig mit der Milchstraße verschmelzen. Wir haben also auch Hinweise auf solche Verschmelzungsprozesse. Und mit solchen Himmelsdurchmusterungen, das Beispiel eben kam vom sogenannten Sloan Digital Sky Survey, hat man in den letzten Jahren etliche neue Zwerggalaxien entdeckt. Sie sehen die hier dargestellt. Diese Galaxien sehen überhaupt nicht eindrucksvoll aus. Das sind eigentlich extrem lichtschwache Objekte. Ganz wenige Sterne können sie überhaupt nur wahrnehmen. Und man würde sie noch nicht mal unbedingt für Galaxien halten, wenn man sie nicht näher untersuchen könnte und zeigen könnte, dass die Sterne ähnliches Alter haben, dass sie in ihrer Chemie einander entsprechen, in der Entfernung und so weiter und so fort. Das sind also neu entdeckte lichtschwache Galaxien. Diese neu entdeckten Zwerggalaxien, die man in den letzten Jahren in der Milchstraßenumgebung gefunden hat, sind die kleinsten und masseärmsten Galaxien, die man überhaupt jemals im Universum gefunden hat. Und es wird sehr schwer sein, solche Objekte in größeren Entfernungen noch nachweisen zu können. Durch diese neuen Entdeckungen der letzten Jahre, durch diese großen Himmelsdurchmusterungen, hat sich die Anzahl der bekannten nahen Zwerggalaxien praktisch verdreifacht in den letzten Jahren. Das ist schon ein enormer Fortschritt. Hilft leider noch nicht, diesen Faktor 1000 jetzt zu überbrücken, aber immerhin ist es schon ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und interessant ist an diesen winzig kleinen Zwerggalaxien, sie sind fast alle uralt. Sie enthalten sehr, sehr alte Sterne. Sie sind praktisch Überlebende aus der Frühzeit der Galaxienentstehung. Und das macht es natürlich dann interessant, sie näher zu untersuchen. Gut, das löst noch nicht unser Substrukturproblem, das Problem der fehlenden Zwerggalaxien. Das ist eines der Probleme, die wir hierbei haben. Aber es gibt hier noch andere Lösungsansätze. Es muss ja nicht unbedingt nur ein Detektionsproblem sein. Es könnte auch ein Faktor der Galaxienentwicklung selbst sein. Und zwar wissen wir, dass wenn Galaxien entstehen und wenn sie ihre ersten Sterne bilden, diese Sterne natürlich zum Teil recht massereich sein werden, zum Teil sehr starke Strahlung aussenden. Und das kann dazu führen, dass das umgebende Gas ionisiert wird. Und wenn die Galaxien, die sich hier bilden, sehr klein sind, sehr massearm sind, dann haben die gegebenenfalls gar nicht genügend Schwerkraft, um dieses restliche Gas noch zu halten. Das heißt, sie verlieren praktisch ihr sternbildendes Material. Wenn es sich um kleine Objekte handelt, die in der unmittelbaren Umgebung von großen, massereichen, sich ebenfalls bildenden Galaxien wie unserer Milchstraße sich befinden, dann kann es sein, dass die starke Strahlung der neu entwickelten Sterne in der Milchstraße, die dann Supernovae werden zum Beispiel und explodieren, dass die dazu führen, dass diese kleineren Objekte einfach ihr gesamtes sternbildendes Material verlieren und gar nicht in der Lage dazu sind, Sterne jemals zu bilden. Also auch das ist ein Lösungsansatz, der hier in diesem Zusammenhang untersucht wird und der dieses Problem möglicherweise lösen sollte. Also letztlich würde das bedeuten, dass viele dieser Objekte gar nicht mit den herkömmlichen Techniken beobachtbar sind, dass sie zu niedrige Massen haben und diese besonderen Bedingungen, insbesondere im frühen Universum, diese starke ionisierende Strahlung einfach Sternentstehung unterbunden haben könnte. Jetzt hatten wir noch eine andere Vorhersage in diesen kosmologischen Modellen, nämlich genau diese Idee der Galaxienentstehung durch Verschmelzungsprozesse. Und das sollte ja, wie gesagt, auch bei unserer Milchstraße eine Rolle spielen. Sie haben eben schon auf dieser tiefen Aufnahme von der Himmelsdurchmusterung des Sloan Digital Sky Survey Hinweise darauf gesehen, dass da Ströme vorhanden sind. Wir können uns also fragen, können wir sowas tatsächlich in der Milchstraße selbst nachweisen, galaktische Archäologie betreiben, Überreste von solchen zerstörten Galaxien noch finden?
Dann können wir uns zunächst mal ansehen, was Theoretiker für die Details einer solchen Galaxienzerstörung vorhersagen. Und das sehen Sie auf der nächsten Abbildung dargestellt. Da sehen wir praktisch die Milchstraße von der Seite aus gesehen und eine kleine Galaxie fällt jetzt ein in das Schwerkraftpotenzial und wird auf ihrer Bahn um die Milchstraße allmählich auseinandergerissen. Sie sehen das hier in dieser Simulation dargestellt. Nach und nach werden mehr und mehr Sterne rausgerissen und es bilden sich sehr lange sogenannte Gezeitenschweife, Sternströme aus, die aus Sternen bestehen, die aus dieser Galaxie kommen, und die Galaxie selbst verliert auf diese Weise an Masse, an Leuchtkraft und verschmilzt irgendwann mit unserer eigenen Milchstraße. Das ist so das theoretische Bild für die einzelnen Vorgänge bei einer solchen Galaxienzerstörung. Hier sehen Sie nochmal verschiedene Schnappschüsse dieses Prozesses dargestellt. Wenn das tatsächlich also eine Rolle gespielt hat bei der Entstehung unserer eigenen Milchstraße, würden wir erwarten, dass wir im Halo unserer Milchstraße eine Vielzahl von solchen Strömen finden sollten. Und das hier ist natürlich jetzt eine künstlerische Darstellung, stark übertrieben. Diese Ströme sind einfach bunt gemalt. Würde man so etwas erwarten? Kann man das tatsächlich nachweisen in unserer Milchstraße? Und tatsächlich ist der erste Nachweis schon vor etlichen Jahren gelungen, 1994. 1994 entdeckten Astronomen in der Nähe des galaktischen Zentrums eine Verdichtung von Sternen, die hier künstlich als Konturlinien hervorgehoben ist, Sterne, die sich alle mit gleicher Geschwindigkeit bewegen und die eine Lage haben und eine Dichte haben, die man an dieser Stelle aufgrund einfach der Populationen, der Sternpopulationen in unserer Milchstraße nicht erwarten würde. Das war der erste Hinweis, dass es sich hier vielleicht um eine Zwerggalaxie handeln könnte, die gegenwärtig von der Milchstraße zerrissen wird. Sie ist auch schon ausgedehnt. Wenn das tatsächlich der Fall wäre, würde man erwarten, dass es nicht nur hier das helle Zentrum ist von dieser Zwerggalaxie, sondern dass wir außerdem hier in beide Richtungen fortgehend Sternströme sehen sollten von herausgerissenem Material. Und das ist natürlich eine interessante Vorhersage. Viele Gruppen haben sich daraufhin auf Suchen begeben, um solche Ströme nachzuweisen. Hier sehen Sie nochmal das dichte Zentrum dieser Zwerggalaxie projiziert auf eine Himmelskarte und hier die Richtung, in die man dann diese Sternströme erwarten würde. Gut, und da wurden wieder Himmelsdurchmusterungen durchgeführt, um das nachzuweisen. Es gelang tatsächlich. Und auf der nächsten Folie sehen Sie eine dreidimensionale Darstellung der Lage dieser Sternströme von der sogenannten Sagittarius-Zwerggalaxie, um die es sich hier handelt, die gegenwärtig zerrissen wird von der Milchstraße, wie diese Sternströme praktisch sich über den Himmel verteilen. Die Milchstraße ist hier im Zentrum dargestellt als blaue Spiralgalaxie. Der rote Knubbel im Zentrum ist der Bulge dieser Milchstraße. Das hier ist die Position der Sonne. Das hier ist das dichte Zentrum von der Sagittarius-Zwerggalaxie. Und hier sehen Sie dann die Sternströme, die man tatsächlich hat nachweisen können, die man über den gesamten Himmel verfolgen konnte. Man konnte die Entfernungen bestimmen. Es ist also, auch wenn es natürlich hier eine Animation ist, tatsächlich eine realistische Repräsentation dieser Sternströme. Ich kann es gerade noch mal starten. Da sehen Sie die dreidimensionale Verteilung. Und nach wird diese Zwerggalaxie mit unserer eigenen Milchstraße verschmelzen. Das war der erste deutliche Hinweis, dass sowas tatsächlich stattfindet und stattgefunden hat in unserer Milchstraße. Mittlerweile hat man weitere Ströme dieser Art gefunden, wenn auch nicht so schön ausgeprägt wie bei Sagittarius. Sie sehen das hier wieder in dieser künstlerischen Darstellung gezeigt. Mehrere Teile der Ströme von Sagittarius sind hier violett gezeigt. Hier ein weiterer Strom grün gezeigt, den man auch gefunden hat. Und es gibt noch eine ganze weitere Entdeckung von solchen Objekten, die verschmelzen mit unserer Milchstraße. Wir haben also Hinweise auf solche Verschmelzungsprozesse. Auch hier gibt es noch eine Diskrepanz. Wir würden eigentlich viel mehr Verschmelzungsprozesse aufgrund von kosmologischen Simulationen erwarten, als wir bisher nachweisen konnten. Der Nachweis ist allerdings auch recht schwierig. Und hier hofft man, dass die Satellitenmission der Europäischen Raumfahrtagentur Gaia, die jetzt im September dieses Jahres starten soll, der Gaia-Satellit, dass die uns hier helfen wird, mehr solcher Ströme zu finden und vielleicht auch die gesamte Entwicklungsgeschichte unserer Milchstraße abzuleiten. Also im September, wenn alles gut geht, wird der Gaia-Satellit starten. Und der Gaia-Satellit wird also höchst genaue Positionsmessungen von Sternen in unserer Milchstraße durchführen. Er wird die räumliche Bewegung über mehrere Jahre verfolgen, wird die physikalischen Eigenschaften der Sterne ableiten und auch ihre Elementzusammensetzung.
und das für bis zu 1 Milliarde Sterne in der Milchstraße, die größte Durchmusterung dieser Art, die jemals gemacht worden ist. Und wir haben die Hoffnung, dass es uns unter anderem verraten wird, wie viele solcher Verschmelzungsprozesse in der Vergangenheit stattgefunden haben, was für Galaxien hier mit unserer Milchstraße verschmolzen sind, zu welchen Zeitpunkten das stattgefunden hat und so weiter und so fort. Also wieder galaktische Archäologie, bei denen wir die Sterne dieser Galaxien, dieser Zwerggalaxien, die mit der Milchstraße verschmolzen sind, verwenden, um diese Entwicklungsgeschichte abzuleiten. Wir können noch einen Schritt weiter rausgehen. Das war jetzt die Milchstraße. Ich hatte Ihnen eben gezeigt, dass in der Umgebung der Milchstraße sich eine weitere massereiche Spiralgalaxie befindet. Das ist die sogenannte Andromeda-Galaxie, die Sie nachts sogar mit bloßem Auge als ganz schwachen Lichtfleck ohne Teleskop am Himmel sehen können. Hier sehen Sie eine schöne große Aufnahme von der Andromeda-Galaxie. Auch die Andromeda-Galaxie ist, wie gesagt, von kleinen Zwerggalaxien umgeben. Zwei dieser Zwerggalaxien sehen Sie hier dargestellt, M32 und NGC 205. Und wenn man jetzt ganz genau hinguckt, dann kann man feststellen, dass auch diese kleinen Zwerggalaxien bereits begonnen haben, sich aufzulösen oder bereits in der Phase der Zerstörung durch diese massereiche Andromeda-Galaxie sind. Ich zeige Ihnen das mal hier vergrößert für diese NGC 205 Zwerggalaxie. Wenn Sie genau hingucken, sehen Sie wahrscheinlich, dass hier so eine S-förmige Verzerrung ist. Auch hier sehen wir schon Ansätze von Material, das herausgerissen wird aus NGC 205 aufgrund von Wechselwirkungen mit Andromeda. Wir können das jetzt stattdessen auch im Weitwinkel betrachten. Und das beruht wiederum auf Himmelsaufnahmen, die aus vielen, vielen einzelnen Feldern zusammengesetzt sind. Hier wurde jetzt die gesamte Umgebung der Andromeda-Galaxie abgedeckt. Das Zentrum von Andromeda, das Sie eben noch als hübsche Aufnahme gesehen haben, das ist völlig saturiert. Deshalb sehen Sie da nicht sehr viel. Die Andromeda-Galaxie ist stark gestört in ihren Außenbereichen. Die beiden kleinen Zwerggalaxien, die ich Ihnen eben nannte, sind dargestellt durch diese beiden schwarzen Kreise. In der Umgebung von Andromeda sehen Sie viele weitere Zwerggalaxien, auch markiert durch Kreise und Namen. Aber interessant ist besonders, dass Sie hier auch solche ausgedehnten Strukturen, Ströme von Sternen sehen. Es ist eine dichte Verteilung, die hier dargestellt ist. Und wir sehen ganz deutlich, dass hier in der Umgebung von Andromeda etliche Sternströme zerstörter Galaxien sichtbar sind. Und nicht nur das, wenn wir noch weitergehen. Andromeda hat eine kleinere Spiralgalaxie als Begleiter. Da können wir auch sehen, ganz schwach zumindest, dass hier eine Brücke aus Sternen zwischen diesen beiden Galaxien sich ausgebildet hat aufgrund von Wechselwirkungen von diesen beiden Galaxien. Wenn man jetzt in den Radiobereich geht und das im Gasbereich untersucht, dann sieht man das noch ausgeprägter. Da sieht man es also sehr schön, dass diese beiden Galaxien auch durch eine Gasbrücke miteinander verbunden sind. Gasbrücke, die besteht aus Material, das im Zuge dieser stattfindenden Wechselwirkung herausgerissen wurde. Und dann können wir noch einen Schritt weiter gehen. Die Andromeda-Galaxie bewegt sich auf unsere Milchstraße zu. Unsere Milchstraße umgekehrt bewegt sich auf die Andromeda-Galaxie zu. Das ist etwas, was wir leicht messen können. Im Gegensatz zu anderen Galaxien ist also die Andromeda-Galaxie nicht rot verschoben, bewegt sich nicht von uns fort, sondern blau verschoben, kommt auf uns zu. Das ist schon lange bekannt. Man hat jetzt vor einigen Jahren diese Bewegung näher vermessen können. Man konnte sogar abschätzen, in welchen Zeiträumen hier wahrscheinlich eine Wechselwirkung stattfinden wird zwischen Andromeda und unserer eigenen Milchstraße. Und wie das ablaufen könnte, sehen Sie jetzt dargestellt in einer Simulation. Eine Simulation, die von Kollegen in Kanada gerechnet worden ist. Und hier sehen Sie die beiden Galaxien aufeinander zufliegen, Andromeda und die Milchstraße. Die erste Passage ist jetzt schon gerade vorbei. Material wird herausgeschleudert, es bilden sich enorme Gezeitenschweife aus. Die beiden Galaxien werden weiter abgebremst, bewegen sich wieder aufeinander zu, werden immer stärker gestört in ihrer Struktur und verschmelzen jetzt nach und nach. Das ist ein langwieriger Prozess, der dauert einige Milliarden Jahre. Aber das ist die heutige Vorstellung der langfristigen Zukunft unserer eigenen Milchstraße. Die Milchstraße wird also ihrerseits mit einer anderen Galaxie, mit einer sehr massereichen Galaxie, verschmelzen. Tja, und jetzt könnte man sich noch abschließend fragen, wie würde das denn aussehen? Nehmen wir mal an, wir würden so langlebig sein, dass wir das von der Erde aus beobachten könnten oder vom Sonnensystem aus beobachten könnten. Das ist hier in diesen künstlerischen Darstellungen mal simuliert worden. Das wäre zunächst mal der Blick, sagen wir, von der Erde aus.
Wir sehen hier die Andromeda-Galaxie in recht großer Entfernung. Hier der helle Bereich ist einfach das Band unserer Milchstraße, also die Milchstraßenebene, die man an klaren Himmel, an klaren Nächten sehr schön verteilt über den Himmel sieht. Das wäre der Zustand der Gegenwart. Andromeda ist ungefähr 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt und sie nähert sich uns mit einer Geschwindigkeit von 480.000 Kilometern pro Stunde. Also sehr langsam im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit, die ja 300.000 Kilometer pro Sekunde, nicht Stunde, beträgt. Aber es ist immerhin schon eine recht hohe Geschwindigkeit für irdische Verhältnisse. Also Andromeda rast auf uns zu, wir rasen auf Andromeda zu. Es ist allerdings doch eine lange Zeit, die vergehen muss, bevor wir hier Änderungen sehen. Hier sehen Sie eine Projektion in die Zukunft. Das wäre das geschätzte Erscheinungsbild in 2 Milliarden Jahren in der Zukunft. Andromeda war vorher sehr klein, nimmt jetzt aber schon ein deutlich größeres Gebiet am Himmel ein und ist deutlich erkennbar als ausgedehnte Galaxie. Und jetzt gehen wir noch weiter in die Zukunft, 3,75 Milliarden Jahre in der Zukunft. Andromeda füllt jetzt bereits einen großen Teil des gesamten Himmels aus. Und jetzt wird auch die Milchstraße allmählich verformt, auch Andromeda wird verformt aufgrund der Wechselwirkung zwischen diesen beiden Galaxien, der Schwerkraft, die auf die Sterne in beiden Galaxien wirkt. So, und dann kommt schließlich zur ersten Begegnung, ungefähr 3,8 bis 3,9 Milliarden Jahre in der Zukunft. Begegnung heißt jetzt nicht, dass Sterne miteinander kollidieren. Bei Galaxienkollisionen kollidieren Sterne normalerweise nicht miteinander, einfach weil die Abstände zwischen den Sternen dennoch viel zu groß sind. Der größte Teil ist praktisch leerer Raum, nicht völlig leerer Raum, es ist Raum, der mit Gas gefüllt ist. Und das Gas kann hervorragend miteinander wechselwirken. Gaswolken der beiden Galaxien werden jetzt komprimiert durch diese Wechselwirkung, komprimiert und kollabieren, es kommt zu Sternentstehung. Also erwartet man, dass hier riesige galaktische Gaswolken zusammengedrückt werden, Sterne entstehen, sehr intensive Sternentstehung, man bezeichnet das auch als Starburst. Es entstehen unter anderem dann massereiche junge Sternhaufen, es gibt sehr viele massereiche Sterne, die als Supernovae explodieren, Endphasen ihres Lebens erreichen. Genau das, was wir in entfernteren wechselwirkenden Galaxien beobachten, sollte dann eben auch in unserer Milchstraße oder in diesem sich bildenden gemeinsamen System aus Milchstraße und Andromeda stattfinden. Gut, 4 Milliarden Jahre, das wäre der Zeitpunkt nach der ersten nahen Begegnung. Die Galaxien bewegen sich noch mal etwas auseinander und werden abgebremst, fallen wieder zurück. Die Spiralarme werden auseinandergerissen. Sie sehen das schon hier und Sie sehen auch, dass die Scheibenebene unserer Milchstraße stark gestört ist. Die Galaxien sind jetzt beide deutlich verformt. Gehen wir noch einen Schritt weiter. 5,1 Milliarden Jahre in der Zukunft. Die zweite nahe Begegnung findet statt. Es gibt deutlich weniger Sternentstehung. Der Großteil des Gases ist nun bereits verbraucht. Wenn wir es von der Erde aus betrachten, haben wir noch ein anderes Problem, denn nach 6 Milliarden Jahren oder in 6 Milliarden Jahren in der Zukunft wird die Sonne zum roten Riesen. Das heißt, die Erde wird unbewohnbar, weil sich dann die Sonne ausdehnt. Wir müssten es also vom äußeren Teil des Sonnensystems beobachten, wenn wir dazu dann in der Lage wären. Gut, und 7 Milliarden Jahre in der Zukunft, da wären Milchstraße und Andromeda schließlich miteinander verschmolzen. Das Endprodukt der Wechselwirkung zwischen zwei massereichen Spiralgalaxien ist im Allgemeinen eine elliptische Galaxie und davon geht man auch hier aus. Man geht also davon aus, dass zum Schluss in unserer lokalen Gruppe anstelle von zwei schönen, leuchtkräftigen Spiralgalaxien eine einzige, sehr massereiche elliptische Galaxie sich bildet. Aufgrund von dieser Strukturentstehung, aufgrund von dieser hierarchischen Strukturbildung und der Galaxienkollisionen. Gut, und damit möchte ich diesen Überblick über galaktische Archäologie abschließen und diesen Blick bis hin in die Zukunft Ihnen noch ja, praktisch als abschließendes Bild mitgeben, aber es ist nichts, worüber man sich jetzt Sorgen machen müsste. Es ist noch sehr, sehr weit hin in die Zukunft. Und ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit.